Willkommen zum letzten Part von Super Mario 64 Multiplayer. Mit 50 Sternen geht's jetzt zu Bowser. Das darf so eigentlich nicht sein, ne? Scheiß drauf. Wir haben ein bisschen die Schnauze voll, wir geben es zu. Wir haben echt gewaltig die Schnauze voll von dem Spiel, weil im Multiplayer ist es kriminell. Es ist einfach kriminell, ich geb's zu. Es ist auch zu dem, oh Gott. Ausbalanciert. Weißt du was? Mach den Kurs allein. Okay. It's my turn to shine. Das finde ich jetzt wirklich beschissen, dass ich nicht den Kurs einfach mitmachen kann. Mhm. Aber gut, wenigstens ist es nicht so nervig wie in dem Lava-Kurs, wo es beide schaffen müssen. Hier finde ich es angenehm. Ja, hier kann sich echt einer umbringen und. Ja, am liebsten hätte ich das eigentlich gemacht, weil es ist ja Mario und du hattest immer so deinen großen Auftritt. Ja. Allerdings ist es auch. Luigi, der war ja eigentlich nicht im eigentlichen Spiel dabei. Ich habe zudem auch ein LP von dem. Was war das für eine Abkürzung? Scheiß drauf, ich mach einfach. Okay, du willst den Wund haben. Nee, ich will einfach das Level machen. Nun ja, PK hat das also seinen Spaß. Irgendwie habe ich das Gefühl, der Bowser, der wird gleich nur eine Sache für mich. Ja, genau. Deswegen ja. Okay. Das war sehr dumm. Hm? Dieser Drecksfeuerding. Aber gut, jetzt hast du wenigstens noch eine Chance. Hey, du hast es auch hochgeschafft. Ja. Und ich muss jetzt mal ein bisschen leiser sein. Also, ich darf nicht mal rumschreien. Ja, meine liebe Mama. Für den letzten Part muss ich auch noch mal auf... Lass deine Mutter spielen. Jo. Weißt du was? Du gehst... Was? Wenn du läufst, dann triggert das einfach nur in eine Richtung. Aha. Das ist ja mal absolute Scheiße. Und... Okay, das Ding ist im Multiplayer kaputt. Okay, das heißt, wir können es so machen, ich renn rüber, dann balanciert's wieder und dann brennst du drüber. Nein, so geht das nicht. Du bist ja gerade auf diese eine Seite gerannt, aber es ist ja nicht zurückbalanciert. Okay. Es ist ja nicht wieder zurückbalanciert worden. Ich glaube. Ja, aber ich hab's auch geschafft vorhin. Ja, aber... Renn einfach drüber. Nee, weißt du was? Ich mach das so. Ah. Mit den Sprüngen. So ist das chillig. Ja. Und dann laufe ich einfach hier so hoch. Ey, now it's my time to shine. Now it's shine time. Auf jeden Fall. Jetzt ist die Frage, vielleicht kann ich Bowser doch grabben. Ey, wenn das der Fall ist? Wir müssen mal gucken, oder wie sich Bowser auch im finalen Kampf verhält. Ja. Wir wissen nämlich, wenn er sich wie im zweiten Bowser fällt, dann könnten wir eventuell sogar ein Problem haben. Nehmen wir einfach mal die Abkürzung, weil... Fuck it. Aber wenn es wie im ersten ist, dann kannst du ihn ablenken und ich grabbe ihn einfach. Ja. Alter, der letzte Hit, ne? Boah. Der wird sofort von gefeiert. Nur allerdings nicht von mir, ich muss leise sein. Nee, aber ernsthaft, ich sag dir, der letzte Hit in der DS-Version, der hat mich... Stunden gedauert. Ja, jetzt das ungelogen. War ungelogen. Ey, ich habe die DS-Version auch gespielt. Ich habe versucht, den zu besiegen. Also den Kurs, den konnte ich sehr, sehr gut. Dieses so kleine Pissfeuer einfach. Ja, man denkt einfach, das könnte eigentlich nichts tun, weil es so klein ist. Aber ey, voll verarscht. Mhm. Das ist gefährlicher als welche denken. Aber ey, gut, ich kann diesen Gedankengang nachvollziehen. Also ja. Den One-Up, den hole ich jetzt nicht, weil ich Panik hätte, dass ich das Teil sonst nicht wiederbekommen könnte. Und ich will es jetzt einfach nicht drauf ankommen lassen. Wollen wir den Mystery Goomba umbringen? Hör mir bloß auf mit dem Mystery Goomba. Hör mir bloß mit dem Bullshit-Vieh auf. Warum? Könnte man das jetzt eigentlich theoretisch sogar... Ja, okay, im Multiplayer ist der ja laufen. Nee, im Multiplayer funktioniert der auch nicht. Nee, ich dachte irgendwie, im Multiplayer wäre der mal laufend da, weil ich habe da so ein Video zu gesehen. Nee, der ist ja nicht laufend da. Das ist eine Dreier-Goomba-Kette. Ja, aber trotzdem, wenn man einfach... Wenn ich da bin und dann Zeug halt, dann kann man den trotzdem sehen. Der ist instant da. Der ist irgendwie... Ja. Aber trotzdem, der ist halt... Nein! Keine Sorge. Alter, du hast... Wow. Geil. Das muss doch mal was heißen. Einfach mal... Okay, Das nenne ich doch mal ärztliche Untersuchung. Von Dr. Natsufan. Ja, Dr. Natsufan. Ja, eigentlich ist das mit meinem Nachnamen, aber den sagen wir hier nicht, weil wir sind ja auf YouTube. Hättest du nämlich jetzt meinen Nachnamen gesagt, hätte dich sowas... hätten wir gepiepst. Du hättest Geil!
das gerade gesehen? Einfach ja. Super schnell rennen. Zanek. Das hat mir jetzt sehr gut gefallen. Ja. Erinnert mich an Mario Sunshine, diesen einen Glitch, wo man auch so Sonic fast rennen kann. Ja, ne? Genau, und unter dem Wasser. Jo. Das ist, finde ich, lustig. Habe ich damals auch immer versucht, nur ich kam nie tief genug. Also ich habe es hinbekommen, dass der Wasserpegel halt tiefer gelegen ist, aber ich kam nie zu dem Punkt tief, dass das halt, dass ich halt zu dieser Stelle kam, dass das Wasser einfach dachte, ja, jetzt lass ich ihn einfach mal schnell rennen, weil ich so geil bin. So tief kam ich leider Gottes nie. That's what she said. Ja. Aber hey. Ja. So, jetzt wollen wir uns mal nicht dämlich anstellen. Ich meine, wir können nochmal reden über unsere Erfahrung mit Mario 64 und wie wir dazu gekommen sind, dann überhaupt das Spiel das erste Mal zu spielen. Ja, also für den finalen Gedankengang. Ich habe das Spiel einfach mal. Ja, ich habe gehört, es soll ein Mario-Meilenstein sein und. Da dachte ich mir einfach mal, okay, spielst du mal. Ich hatte damals die DS-Version. Auf die N64-Version bin ich nur durch diesen Gedankengang gekommen. Bei der DS-Version, da habe ich einfach gesehen, oh, es ist Mario. Ja, damals habe ich echt nur geguckt, oh, das ist ja ein Mario-Spiel und Mario ist toll. Ja. Ja. Bei mir war es auch so. Ich habe einfach die DS-Version gehabt, fand die mega geil. Und ja. Da dachtest du einfach, okay, wenn ich das Let's Playen will, dann aber die N64-Version. Weil ich früher nicht die Power hatte, DS-Spiele zu emulieren. Ja. Aber Leute, es ist Zeit. Für Bowser! Auf jeden Fall. Ja, guck. Ja, ich weiß, dass du dich schon bewegen kannst, aber... Mario! Jürgen! Nein, halt die... Oh Mann, ich wollte Voice acten. Okay, lenk ihn ab. Grabs? Okay, du kannst ihn nicht grabben anscheinend. Nein, du kannst ihn nicht grabben. Fuck. Nein, versuch es dann gar nicht erst. Okay, Schockwellen. Ja, ich weiß nicht mehr ganz, wie man über die drüber springt. Okay, das Feuer, wartet. Dir das Feuer gibt Münzen. Ich bin der Münzmann. Ja, okay. Also, du soll... Warte mal, das ist, glaube ich, ist das nicht nur das Blaufeuer, was muss? Nee. Ah, nee, warte mal, das Blaufeuer, das hat sich so beschissen bewegt. Ja. Ah, ja. Das war scheiße, das Blaufeuer. Ja, okay. Aber gut, wir sind wieder auf voll HB. HD. HD, ja klar. Immer doch. Ich krieg die Kamera leider nicht so, dass ich den sehr gut am Schwanz packen könnte jetzt. That's what she said. Ich verstehe das aufs Leben nicht. Wollen wir auf 999 Münzen sparen? Vergiss es einfach. Ach, geil. Nee, wenn er Feuer spuckt, dann. Ja, aber... Oh, Gott. Also nicht, wenn er einzelnes Feuer. Ja, ich weiß ja, das ist ein Feuerstrahl. Fun Fact, in der DS-Version, man kann eigentlich mit den anderen Charakteren außer Mario nicht zu diesem Level. Aber wenn man mit Cheats zum Beispiel als Yoshi da reingeht und Feuer dann Bowser spuckt... Jo. Dann... hat das Feuer eine Chance, eine Mario-Mütze zu droppen, damit Yoshi Bowser besiegen kann. Ich dachte, das hätte funktioniert. It's my turn. Alter, ich mach den Kurs, du machst den Bowser. Das ist doch ein Finale. Mhm. Jetzt machst du es alleine, du hast einen Controller, so geht's auch. Ja. Also, man sieht eigentlich auf der DS-Version, das Spiel war theoretisch von Beginn an auch konzipiert, dass man das mit jedem Charakter hätte machen können. Ja, also es gab sogar unbenutzten Dialog für Yoshi gegen diesen Typen, der Wario festgehalten hat, obwohl man da nur mit Luigi rein kann. Und für Mario natürlich auch, und für Wario. Hm? Aber für Yoshi ist es interessant, weil es gibt keine Yoshi-Kappe. Alter Bowser, es wäre nett, wenn du mal irgendwie ja, Feuer spuckst. Das macht er nicht, wenn du oder so. Um ihn herum rennst. So dodgt man das. Ah. Okay. Nein. Oh doch! Oh yeah! Gut. Wirf fix! Ja, deshalb. Ah. Okay, Spuckfeuer. Los! Spuck! Wie der einfach ewig braucht. Toll. Okay. Diesmal versuch dich zu beeilen irgendwie. Kriegst du das hin, Sonst versuch den ein bisschen sanfter zu werfen. Fuck. Ah, genau dazwischen. Und jetzt macht er eine Schockwelle.
Was? Der ja, zerstört das schon damit! Der break das einfach weg. Ja, auf dem DS wurde das ja entschärft. Weiß nicht mehr. Na, fuck. Das habe ich verkackt. Ja. Aber wenigstens kriege ich jetzt Münzen, die habe ich nötig. Ja. Ja. Ja, Feuer aus. Irgendwo aus dem Nirgendwo. Boah. Ist, glaube ich, ein bisschen kriminell, das gerade zu spielen. Boah, mal. Ah, weil das Feuer laufend im Vordergrund ist, eigentlich. Weiß man gar nicht, wo sich das jetzt eigentlich befindet. Ist immer auf dem Top-Layer. Ja, das so, ist. So, wo ist eine Bombe? Da. Da ist die nächstgelegene. Verdammt, mit dem Lag! Ah. Münzen, da musst du einfach Münzen. So tun, als würdest du sie schon einen halben Meter davor werfen, ja, werfen wollen. I get it. Vor allem, ne? Aha. Nun ja. Jo. So geht's. Ja, du musst einfach. Oh Gott. Nee, blaue Feuer. Nein! Ja, der hat dich eiskalt erwischt. Also in dem Bosskampf war ich noch nie gut. Toll, und genau du machst den. Ja, naja, okay. Ich wäre nichts besser. Ah. Von dem einen Kackfeuerding natürlich. Ja, springen. Alter, das Spannung. Ist doch nicht zu fassen hier. Ich frage mich, wie das Ende dann ausschaut. Nein! Das wäre interessant. Oh, fuck. Ob wir jemals dazu kommen, erfahrt ihr im nächsten Part. Bis dahin, auf Wiedersehen. Nein, vergiss es. Ja. Vergiss es. Das wird jetzt hier durchgezogen. Oh ja. Aber ich glaube, wenn du beim Bowser verkackst, spawnen wir auch vor der Röhre wieder. Hoffentlich. Ja, ich glaube, das passiert so. Ja, wir haben ein bisschen Damage, wenn nicht. Ah, da ist Blaufeuer bei. Da ist Blaufeuer bei. Nein, das erwischt dich! Fuck! Ah, oh, so knapp. Hättest du den mal ein bisschen früher geworfen. Ja. Wir sind direkt wieder davor. Noch ein Versuch. Jo. Schaffen wir es diesmal brüderlich oder soll ich komplett allein gegen Bowser antreten? Schauen wir einfach mal, wie es geht. Ich meine, wenn du ausfällst, habe ich die Macht. Hm? Wenn du ausfällst, habe ich die Macht. Du hast generell die Macht am Anfang. Ja. Also ich bin jetzt einfach mal auf Münz. Mache. Ich kann diese Schockwellen leider Gottes nicht einschätzen. Das ist wirklich. Du musst näher bei ihm dran sein. Ah! Ja. Ja. Oh, sehr nice. Okay, jetzt musst du ihn einfach nur anbuppen. Bitteschön, Bowser. Alter, die brüderliche Macht. Nee, ich das einfach mal. Ich will eine Münze haben, verdammt. Ey, komm, renn zu mir. Renn jetzt einfach schnell zu mir. Okay, verdammt. Dann machen wir es halt so. Hoi. Okay, man muss auch einfach weit genug weg. Ah! Ja! Yeah! Nochmal. Eiskalt schon wieder. Oh ja. Bub ihn an. Eiskalt hey, wieder. Und du stellst dich so dämlich an. Ja, weil ich ihn nicht immer rennen haben will. Das mag ich nicht. Aber gut, jetzt ist die Arena ein Stern. Es ist... Now the shit is serious. Ja, jetzt! Ja, okay, da habe ich gefailt. Da habe ich jetzt einfach nur gefailt. Okay. Dies ist die Arena. Final Destination. Auf jeden Fall. So könnte die Final Destination auch mal aussehen. Ich finde, für die Final Destination Smash könnte man auch eigentlich mehrere Skins mal machen. Ja klar. Aber so. Ich frage mich echt, was stellt das dar? Ich sollte vielleicht... Oh. Was? Achso, ich dachte, der hittet mich irgendwie. Ich weiß nicht wieso. Ja. Okay. Ja, ich grab den hier gerade. Okay. Das hat funktioniert. I'm counting on you, bro. So, nein! Das war der perfekte Winkel eigentlich. Okay. Ja, perfekt war er. Zu langsam war es einfach nur. Ja, schade. Schokolade. Ja, genau. Mach nochmal den Move. Ich will einfach, dass du jetzt auf mich zurennst und... Nee, der hüpft ein bisschen. Okay, Doodle Jump. Der hüpft wie ein Pferd. Pferd. Oh ja, Pferd. Jo, genau. Ja, perfekt. Warte, ich mach die Kamera. Danke. Also das nenne ich doch mal Teamarbeit hier für den Final Boss. Oh ja. Das ist doch mal was. Ich mach Bowser fertig und du guckst ein bisschen zu. Oh, ich finde das so geil, das wird ein! Das wäre so geil. Eiskalt den anderen getroffen. Das wäre jetzt geil. Okay. Auf ein neues. Oh ja. Ich muss da noch ein bisschen reinkommen. Ich hatte den gerade ziemlich schnell. Du musst ein bisschen reinkommen. Ja, ach, du weißt doch eigentlich, wie ich das meine, ja. Ne? Now it's Ryan time. Ja. Now it's Reinhardt time.
Reiner the McTimer. Nein, Reiner the McTimer. Okay, warte mal. Wir gehen jetzt einfach mal hier hin und beten, dass Bowser irgendwann mal fix rennen tut. Ja, warte mal, wieso hüpfe ich hier hinten überhaupt, wenn mir eigentlich eh nichts passieren kann? Hui. Oh ja, 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 ja. Und? Nein, ja, scheiße, schon wieder nicht. Warte, wir sollten ihn am besten in diese Ecke locken. Die ist am nächsten, würde ich sagen. Hui! Ah, fuck. Ja, perfekt! Boah, geil. Wie Bowser aus. Wieso hat Bowser geblinkt? Weil er Teil deiner Sprite wurde. Okay, schön. Ja, sollte die Kamera ein bisschen... Jetzt bin ich gerade am überlegen, was sind 10 Frames in dem Spiel von maximaler Umdrehung? Ja! Ja! Es ist vollbracht, Leute. Super Mario 64 Multiplayer. Es ist bewiesen, das Spiel ist offiziell machbar. Durchspielbar. Wenn es mit ein bisschen Exploit ist, aber gut. Ja, okay, wir haben jetzt ein bisschen... Nee, noch nicht einsammeln. Jetzt bin ich mal gespannt. Also ich will dich jetzt nicht hitten. Nein, nein, das könnte jetzt echt leider alles ruinieren. Fixier mal die Kamera auf dich. Ja, machen wir es doch ein bisschen prachtvoll. Mach du mal auf dich! Hi. So gefällt's mir. Du stehst in der Mitte. Ich bin nicht weg. So, tschüss, Bruder. Wie geil. Okay, jetzt bin ich gespannt, was das Ende macht. Hätte ich mir gedacht. Beide? Okay. Man kann, selbst da kann man Kamera zentrieren. Warte, ja, ich bin der Spieler 2, ich kann die Kamera kontrollieren, stimmt. Geil. Okay, komm, lass uns das jetzt nicht ruhig. Okay, das ist doch jetzt shit. Okay. Bitte die nicht. Komm, Peach müssen wir uns erlauben können. Nein, okay, hast recht. Die Tausend sind wichtiger. Jetzt geht's nicht mehr. Komm jetzt vielleicht sogar zu. Hey, Peaches! Oh, das. Oh Mann! Schönes Kleid hast du. Okay, ich kann nicht Kamera zentrieren. Ja, kannst du nicht. Aber ich. Nee, jetzt. Okay, zentrieren geht nicht mehr. Okay. Warte mal, bewege ich mich auch zu dir? Zur Peach. Geil. Yo! Geil! Aber ich krieg keinen Kuss. Doch, ich glaube, das ist. Kamera, bitte. Wie du einfach trotzdem rumwachst. Mario! Alter, als hätte das irgendwie so eine 12-Jährige gesprochen, so ein bisschen. Ja, ich weiß. Was mit mir? Ja. Was mit mir? Ja, Kuss auf die Nase. Das war zwischen uns beiden. Nee, das war sogar unter deine Nase. Fast auf den Mund. Oh. Und confirmed. Ich bin damit zufrieden, Alter, dass mein Bruder geküsst wurde. Alter, confirmed. Okay. Confirmed. Marita! Was? Okay, jetzt kann ich die Kamera nicht mehr kontrollieren. Da ist immer noch der Schatten von der Peach. Nee, das ist vom Stern. Oh ja. Oh ja. Alter, das haben die aber geil gescriptet. Oh Mann, okay. Wie geil. Freunde. Fühlt sich gut an. Es ist vollbracht. Super Mario 64 Multiplayer. Ja doch, hier kann ich die Kamera. Okay. Ja. Haben wir noch ein bisschen Spaß da. Warte mal, kann ich auch? Nee. Kann ich auch? Ich will jetzt mal eben probieren. Nee, du nicht. Okay, nee, ich kann nicht, du aber. Aber cool, wie wir beide da stehen dann. Ja, das ist schön, das ist nice. Ja, es ist vollbracht. Super Mario 64 Multiplayer. Gegen Ende haben wir zwar ein bisschen gescheatet, aber hey. Ich glaube, es ist euch ein bisschen. Euch vor allem, ne? Ich glaube, es war uns ein bisschen anzusehen. Irgendwann hatten wir absolut keinen Bock mehr. Also, ich bin mit Mario 64, wenn ich jetzt komplett damit durch bin, wahrscheinlich bedient für die nächsten 3 Jahre oder mehr. Wahrscheinlich brauche ich das Spiel auch nie wieder spielen. Eiskalt. Warte mal, kannst du dich überhaupt bewegen? Nee, ich kann mich nicht bewegen. Ich kann nur die Kamera jetzt kontrollieren. Aber das ist im Spiel programmiert. Okay. Nee, ich kann mich nicht bewegen, generell. Ich finde die Musik so schön an den Credits. Ja. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja. Sehr viel. Also... Hab mich auch gefreut, dass ich das mit dir spielen konnte. Mhm. Vor allem mit dir, weil erstmal Luigi passt ja auch zu dir. Natürlich. Und ja, du magst Luigi lieber, ich mag Mario lieber. Da war es schon entschieden und außerdem, wir hatten ja eh so eine krasse Kooperation. Oh ja. Zudem, du warst ja jetzt
paar Male bei mir. Und mit jetzt Kirby. Wirklich, ich glaube, diesmal endet die Kooperation wirklich für einige Zeit. Also auf meinem Kanal. Ja, auf deinem Kanal. Also Leute, die das jetzt auf meinem Kanal sehen, PK ist jetzt erstmal weg. Der wird wahrscheinlich für Spezialvideos vielleicht dabei sein oder Diskussionsrunden, was ich eigentlich auch zu Spezialvideos zähle. Ja, aber die Kooperation für meinen Kanal endet. Aber für PKs Kanal geht sie weiter, weil Mario Party ist auf jeden Fall schon hochgeladen. Mhm. Ja, also für mich hat die Kooperation eigentlich jetzt mit Sonic 3 und Knuckles offiziell geendet. Ja. Aber mit Mario 64, als das bei dir angefangen hat, hat das für mich eigentlich mit der Kooperation auch noch nicht so offiziell angefangen. Erst jetzt mit Mario Party, dass das so wirklich den Anfang geschlagen hat. Ja. Aber gebt doch auf jeden Fall Mario Party, richtig lustig. Ja. Die ersten Parts sollten eigentlich schon hochgeladen sein. Klar. Ich glaube, da wurden wir gerade in den Front leer gepackt, kann das sein? Ein bisschen. Ja. Aber gut, wir sind ja die Front. Ja, ey. Seht ihr das an? Nein! Aber es passt, ich stehe neben Mario. Peach. Ich stehe neben Peach. Schon cool. Und ich bin Baba Mario. Also das ist That's doch... Mama Luigi to you, Mario! Alter, das ist sowas von End-Thumbnail. Oh ja. Oder ich mach was vom Bowser-Fight und du machst End-Thumbnail das. Wenn da noch Luigi drauf wäre, das wäre wirklich schön, wenn er nett. Wenn da vielleicht auf so einer Erdbeere sitzen würde. Oder im Kaffee schwimmen würde. Oder sich einfach auf dem Sterne sich gemütlich machen würde. Nun ja, thank you. Danke, the end. Das Ende, das ist das Ende. Ja. Ich würde mal sagen... Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, dann gebt ein Däumchen nach oben. Wenn ihr zukünftige Let's Plays nicht verpasst wollt, dann könnt ihr natürlich abonnieren. Und bis dato heißt es von meiner Seite ciao. Und von meiner Seite heißt es, richtig geiles Spiel. Im Multiplayer hat's bei manchen Leveln Bock gemacht, bei manchen Leveln nicht. Aber in allem muss ich sagen, hat mir richtig viel Spaß gemacht. Aber Mario 64 bin ich mal aus. Ich bin durch damit. Vielleicht irgendein 64 DS Let's Play davon, aber nee. Vielleicht kommentiere ich mal als Gast mit. Irgend sowas vielleicht. Aber auf jeden Fall, Mario Party, jetzt geht's bei mir ab. Das ist bei dir schon abgegangen, das weißt du ganz genau. Ja, ich weiß. Aber jetzt geht's noch mehr ab. Tschüss. Auf Wiedersehen.